wird immer schlimmer. Ich will wirklich weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Du hast recht, das war wirklich keine gute Idee zu kommen. Komm, wir fahren ganz schnell runter. Wow! Na, 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 Seifenblasen. Und... Oh, wow, das sind ja viel. Voll cool. Boah, voll krass. Ach, Naomi, Mensch, was machst du denn da schon wieder? Huch, gar nichts. Also, ich hab nur ein bisschen gespielt, sonst weiter nichts. Naomi, du weißt ganz genau, dass du keine Seifenblasen im Haus machen sollst. Ja, Mama, ich weiß. Tut mir leid, ich hab nur ein bisschen Langeweile. Ja, das glaube ich auch. Was ist denn mit deiner Freundin? Hier, wie heißt sie noch gleich? Lara. Lara, ja. Ja, ich meine, hast du nicht Lust, mit ihr was zu machen? Vielleicht hat sie ja Zeit. Ruf sie doch mal an. Oh yeah, Mama, das ist eine gute Idee. Okidoki, super, Lara. Dann treffen wir uns gleich. Ja, ich warte im Garten auf dich. Tschüss. Das ist ja wunderbar. Die Langeweile hat ein Ende. Gott sei Dank. Dank, Mama. Ja, das kannst du laut sagen, mein Schatz. Ja, danke, Mama. Du bist echt die Beste. Also, ich gehe jetzt gleich raus und dann treffen wir uns. Schön, das freut mich, dass ihr rausgeht. Ein bisschen an die frische Luft. Was habt ihr denn vor? Habt ihr was geplant? Geplant nicht so wirklich. Also, wir gehen erstmal raus und spazieren. Und dann wollen wir in den Park gehen und dann mal gucken, was sich ergibt. Okay, alles klar. Aber du weißt ja, dass du dich nicht so weit vom Park entfernen sollst. Also eigentlich gar nicht. Ja, Mama, weiß ich doch. Tue ich auch nicht. Keine Sorge. Und ich komme auch pünktlich nach Hause. Das ist gut. Also, pass auf dich auf, mein Schatz. Und ganz viel Spaß. Mua, Mama hat dich lieb. Ew, du küsst mich immer so. Das ist immer so nass auf meiner Wange. Aber ja, ich hab dich auch lieb. Bis später. Hey, hallo Lara. Hey, Naomi. Na, und bist du bereit zu gehen? Ja, aber sowas von. Komm, let's go. Hey, guck mal, da sind wieder so süße Hundis. Wobei, naja, so süß sind die auch nicht, weil guck mal, die haben da Kacke hingemacht. Naja, Naomi, das haben Hunde halt so an sich. Stimmt auch wieder, aber ich finde es irgendwie mittlerweile voll langweilig, weil wir sind immer im Park. Gibt sich noch irgendwas anderes Cooles, was man machen kann? Ja, ich weiß nicht, also... Vielleicht könnten wir irgendwas spielen, verstecken oder so? Verstecken? Nein, das ist ja voll langweilig. Das ist für kleine Kinder. Ach, ich weiß nicht, irgendwas... vielleicht ist ja hier noch irgendwie was, keine Ahnung. Was soll da denn sein? Ich weiß nicht. Hey, guck mal, da ist ein Igel, der ist ja süß. Ja, tatsächlich. Oh, hey, guck mal, hier ist ein Knochen. Was hat das denn zu bedeuten? Da wird's doch spannend. Naja, also der Knochen, das ist doch ein Hundeknochen, also... Ein Hundeknochen? Meinst du, von einem Hund? Ja, natürlich nicht von einem Hundhund. Ich meine ein Hundeknochen, womit Hunde halt spielen. Oder beziehungsweise den Knochen, den sie essen. Ach so, ich dachte schon ein Hund. Naja, egal. Das war auf jeden Fall spannend. Naja, wohl eher gruselig. Hey, aber guck mal, was ist denn das da hinten für ein komisches Haus? Weiß ich nicht, das habe ich noch nie gesehen. Okay, kommen wir, das schauen wir uns mal an. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir sollten lieber hierbleiben. Oh, eigentlich sollte ich ja auch nicht den Park verlassen. Aber ich meine, muss ja keiner wissen. Komm, wir schauen uns das mal genauer an. Boah, guck mal. Sag mal, das ist ja wirklich voll krass, oder? Das sieht ja richtig interessant aus. Naja, ich weiß nicht. Ich find's eher gruselig. Ich meine, wer wohnt denn da in dieser Villa? Ich weiß nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich liebe Abenteuer, aber guck mal das Tor. Hey, na guck mal einer an. Schwuppsiwupps, ist das Tor offen. Na komm schon, oder hast du etwa Angst? Wir können doch nicht einfach da reinspazieren. Das ist doch das Grundstück von irgendjemandem. Ja, aber dieses Tor ist auf, also komm. Nein, Naomi, das geht zu weit. Nein, jetzt komm, wir gehen jetzt mal weiter. Komm. Oh Mann, das ist doch wirklich keine gute Idee, oder? Doch, natürlich ist das eine gute Idee. Wow, oh Gott, oh, was ist das denn? Oh... Das sind doch einfach nur Kürbisse. Kennt man doch von Halloween. Tatsächlich. Hey, haben wir jetzt etwa schon Angst vor Kürbissen? Ich glaube nicht, oder? Aber hey, guck mal. Da wird's doch jetzt interessant. Ein Grabstein. Ein echter Grabstein. Oh Gott, wir sollten sofort verschwinden. Das ist doch so gruselig. Nein, da kann doch auch ein... Vielleicht ein... Keine Ahnung, da muss ja kein Mensch liegen. Vielleicht ist das auch nur Deko. Jetzt komm weiter. Das ist wirklich überhaupt keine gute Idee. Ja... Guck mal, wir können klingeln. Komm, wir klingeln mal. Hallo? Ist jemand zu Hause? Sag mal, bist du jetzt vollkommen durch den Wind und verrückt geworden? Wir können doch nicht einfach hier klingeln bei fremden Leuten. Oh, wir sollten jetzt abhauen, komm schon. Hey, ich will doch nochmal Hallo sagen. Hallo, hallo. Guck, ist sowieso keiner da anscheinend. Oh, Halleluja. Vielleicht ist doch jemand da. Hallo? Oh mein Gott, komm jetzt, wir sollten abhauen. Hier ist niemand. Die Tür ist von alleine aufgegangen.
Oh mein Gott. Hallo? Okay, das ist ja gruselig. Die Tür ist von alleine aufgegangen, wie aus Geisterhand, die man so schön sagt. Meinst du, das war ein Geist? Uah, ich weiß es nicht, aber wir sollten jetzt wirklich abhauen. Eigentlich schon, aber lass mich mal nochmal gucken. Hallo? Hey, die Luft ist rein. Weißt du was, ich habe eine einfache Erklärung. Das war einfach nur der Wind. Der Wind, ist klar, das glaubst du doch wohl selber nicht. Doch, komm schon, hier ist doch nichts. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Dann sind wir doch gleich ganz schnell wieder weg. Das war einfach nur der Wind. Ist klar. Ja, komm. Wow, voll cool. Gibt's ja gar nicht. Guck mal. Boah, guck mal. Ist das ein Hexentrank? Oh mein Gott. Bloß nicht anfassen, Naomi. Nein, mache ich nicht. Aber das ist ja krass. Guck mal, hier an dem Tisch wird also gespeist. Wow. Aber es sieht doch so aus, als würde hier noch jemand wohnen, oder? Oder irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall nach einem Ort aus, an dem wir nicht sein sollten. Ja, stimmt schon. Aber jetzt, mach mal halblang. Hey, guck mal die Uhr, cool. Hey, da sind Bilder, vielleicht wohnen die Leute hier. Diese Frau sieht ganz schön alt aus und dieser Typ da drauf sieht gruselig aus. Sehr gruselig, ja. Komm, wir gehen mal weiter. Wow, guck mal, was ist hier? Guck mal, da ist so ein Knopf, komm, wir drücken den mal. Nein, bloß nicht anfassen. Oh mein Gott, guck dir mal das Bild an, das ist ja der Burner. Irgendwie voll gruselig, aber was ist denn da drinnen in der Box? Guck mal, ein Artefakt oder wie das heißt. Ich weiß nicht, was das heißt. Da sind so Regler drauf. Hey, vielleicht ist das eine versteckte Botschaft und wir müssen die finden. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer hier. Vielleicht finden wir das ja. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen mal weiter. Wir müssen diese Stelle finden. Wow, hey, hier ist eine Katze. Guck mal. Hallo, Katzi. Miau. Okay, die möchte von mir nicht gestreichelt werden. Oh Gott, die Katze sieht ja gruselig aus. Lass uns jetzt abhauen hier, bitte. Ja, Moment, guck mal, eine Schatztruhe. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ein altes Radio, nichts weiter. Was ist hier drinne? Huch! Oh, ein Bett, also da möchte ich nicht schlafen. Komm, wir gehen weiter und wir müssen jetzt diese Stelle suchen, wo wir diesen versteckten Schatz hier finden können. Oh, hier wird doch kein Schatz sein, Naomi. Wir können doch die Leute nicht auch noch ausrauben dazu. Wer spricht denn von ausrauben? Wir wollen doch nur mal Hallo sagen. Hey, guck mal, der Fahrstuhl. Komm, wir fahren nach oben. Naomi, auf gar keinen Fall begebe ich mich in den Fahrstuhl und fahre nach oben. Was ist das denn? Hey, jetzt komm, sonst fahre ich alleine ohne dich. Nein, ich will auf jeden Fall nicht alleine hier bleiben. Tada, okay, weiter geht's. Hey, komm. Bleib einfach bei mir, es kann dir nichts passieren. Guck mal, was ist das denn? Oh, ein Auge. Oh Gott, okay, das ist wirklich verdammt gruselig hier. Oh, okay, was ist hier? Ich suche einfach nur den Schatz. Das ist so gruselig. Hey, aber guck mal hier, diese Bilder. Ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir müssen die alle in der richtigen Dingsbums hier aufhängen. Die Bilder? Ja. Oh Gott, es wird immer schlimmer hier alles. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber wir können ja mal schauen. Wow, guck mal. Cool. Was ist denn hier? Hier sind auch noch Bilder. Hier ist ein rundes Bild. Das kommt auch da dran. Wow, guck mal, ich habe einen Diamanten gefunden. Hier, pack den auf jeden Fall ein. Boah, voll cool. Aber wir können doch nicht einfach nähen. Das ist doch Diebstahl. Nein, hier wohnt doch keiner mehr. Ist doch voll verlassen. Guck mal, die Katze hat die nur noch ein Auge. Wow, wow, okay, die ist ja wirklich verdammt gruselig. Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Naomi, guck mal. Warte, wie ist das denn jetzt passiert? Oh, weia, soll ich das mal... Warte, was ist überhaupt mit dieser Rolle hier? Egal. Oder vielleicht brauchen wir die noch. Warte mal, soll ich das einfach mal hier drücken? Also ich würde es nicht machen, wirklich nicht. Aber ich will jetzt gucken, was da passiert. Ach du meine Güte. Ein Geheimgang, wie cool ist das denn? Das ist ja wirklich richtig cool. Und ich meine, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten hier ganz schnell raus. Oh mein Gott, ist das gruselig. Hier werden also Hexentränke gemacht und so. Das ist ja mega gruselig. Und warte mal, guck mal, wir haben noch diese Rolle. Das ist das hier. Eins, zwei und... Was passiert denn jetzt? Das wird ja immer schlimmer hier. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich drück einfach mal. Ich habe aber Angst. Was ist hier los? Was sind das für Geräusche? Was passiert hier? Ich habe... Oh mein Gott, das ist so gruselig. Was Was passiert denn hier? Ich weiß es nicht. Hilfe! Das wird immer schlimmer. Ich will wirklich weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Du hast recht. Das war wirklich keine gute Idee zu kommen. Komm, wir fahren ganz schnell runter. Oh mein Gott, wer bist du denn? Entschuldigung, also die Frage ist, wer seid ihr denn? Ich will nach Hause. Ich will wirklich ganz schnell nach Hause.
Moment, seid ihr hier etwa eingebrochen in meinem Haus? Das ist Ihr Haus, dieses gruselige Gruselhaus. Das ist ja so gruselig und schrecklich. Außerdem haben wir Ihr Geheimversteck gefunden. Was machen Sie denn da bitte? Mein Geheimversteck und, oh, wie ich sehe, also wirklich, ihr wolltet hier, ihr seid Diebe. Ihr seid hier also nicht nur eingebrochen, sondern ihr wolltet mich hier auch bestehlen. Nein, auf gar keinen Fall. Wollten wir nicht, den wollten wir Ihnen zurückgeben. Der sah so schön aus, wir haben ihn nur angeguckt, aber was machen Sie da für komische, seltsame Sachen in diesem Raum? Naja, ich mache Experimente. Das sind alles harmlose Experimente. Und ich arbeite im Geheimdienst und eigentlich darf ich darüber gar nicht reden. Und ich erfinde hier sehr wichtige, naja, Chemikalien, wisst ihr? Aha, okay, auf jeden Fall wollen wir weg. Ihr Haus ist so gruselig und außerdem spukt es hier. Spuken? Nein, hier spukt überhaupt nichts. Sowas gibt's doch gar nicht. Naja, aber warum kommen denn hier so komische Geräusche? Und außerdem, warum ist die Tür von alleine aufgegangen? Oh, ich habe einen Bewegungssensor da eingebaut, weil manchmal höre ich die Klingel nicht und wenn man dann schon fünfmal geklingelt hat, geht die Tür halt eben von alleine auf. Das mache ich immer, wenn mein bester Freund zu Besuch kommt, weil ich halt gerne mal, naja, die Klingel nicht höre. Oh, also gibt's gar keine Geister hier? Nein, die gibt's doch generell nicht, das wisst ihr doch. Und, naja, ich habe das Haus hier geerbt und da stecken schon viele Generationen da drin. Also, das ist einfach nur ein altes Haus. Und ja, wenn der Wind hier durchpfeift, vor allem durch die Fenster, dann macht er schon mal Geräusche. Ah, verstehe, okay. Und wir hatten so Angst, dass es hier spukt und Geister gibt und weil alles ist hier so gruselig. Nein, nein, keine Sorge, das Haus ist vielleicht ein bisschen heruntergekommen und kann vielleicht abschreckend wirken. Aber hier ist alles ganz normal, mehr oder weniger. Ganz normal? Naja, das würde ich nicht sagen. Naja, Mädels, wie sieht's denn aus? Wollt ihr noch zum Abendessen bleiben, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Dankeschön, wir müssen jetzt auch los. Auf Wiedersehen. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Tschüss. Oh, nichts wie raus hier. Ja, wirklich, komm. Oh mein Gott, ich habe doch von vornherein gesagt, wir sollten hier nicht reingehen. Ja, du hast doch definitiv recht gehabt. Ich sollte vielleicht öfter auf dich hören. Oh, jetzt aber wirklich schnell weg hier. Oh, und schnell zu. Was war das denn bitte? Ich meine, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn dir das jemand erzählt, das wird uns doch kein Mensch glauben. Ja, und vor allem, wem sollen wir das erzählen? Wenn ich das meiner Mutter erzähle, dann gibt's riesen Ärger. Oh, verdammt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh ja, ich kriege auch Ärger. Also sollten wir das niemandem erzählen. Nein, niemanden. Also bleibt das unser kleines Geheimnis, okay? Okay, alles klar. Aber einer Person muss ich es erzählen. Was, du darfst doch niemandem erzählen. Doch, und zwar Pepper. Pepper ist mein bester Freund und ihm werde ich das erzählen, beziehungsweise schreiben, weil wir sehen uns ja leider nicht. Naja, auf jeden Fall, lass uns erstmal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Oh.